Kapitel 3 Ever Dusk. Willkommen zurück, Sergeant Burden. Ich darf Ihnen in Itchocks Namen versichern, wir sind froh, dass Sie wohlbehalten zurück sind. Aber jetzt ist es Zeit, sich wieder an die Arbeit zu machen. Da Sie es nicht geschafft haben, Xenolifer zu infiltrieren und Ihre Ziele zu sabotieren, haben sich die Spielregeln geändert. Wir sind angreifbar geworden. Xenolifer wäre mit dem Medusa-Virus jederzeit zu einem Biowaffenangriff in der Lage. Aber, Sir... Nicht. Seien Sie bloß still. Auf Ihre Ausreden zu hören, hat uns ja überhaupt erst in diese Lage gebracht. Wir müssen bereit sein, jede biologische Bedrohung abzuwehren. Das ist jetzt unser erstes und einziges Ziel, Sergeant. Ist das klar? Jawohl, Sir. Bei Ihrer nächsten Mission werden Sie mehrere Monate auf dem Planeten Sinaikos verbringen. Wenn Sie das Missionsbriefing gelesen haben, wissen Sie, dass das Medusa-Virus von Sinaikos kommt. Auf dem Planeten werden Sie ein Team von Everdust-Wissenschaftlern leiten. Ihre Mission ist erst erfüllt, wenn Sie ein Mittel gegen das Medusa-Virus gefunden haben. Klingt ja fast nach einer Strafmission. Haben Sie ein Problem mit Ihrer Aufgabe, Corporal Maslow? Zwei Soldaten sollen auf drei Wissenschaftler und einen Roboter aufpassen? Also bitte. Das reicht, Jack. Sorry, Sir. Fahren Sie fort. Ich sehe, Ihr Team ist schon da. Ich will es Ihnen kurz vorstellen. Sarah Graynor, Spezialistin der Psychologie und Hirngenetik. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sergeant. Nach allem, was wir von Ihnen gehört haben. Dr. Paul Zinesch, Experte für Bakteriologie und Bionik und ehemaliger Chef des Ministeriums für Virenschutz der Konstellaren Föderation. Nett, Sie kennenzulernen, meine Herren. Unser Job auf Sinaikos ist so wichtig wie der Kampf gegen den Terrorismus. Gefährden Sie die Mission nicht, indem Sie sie für eine Strafe halten. Das werden Sie nicht, Doktor. Donald Graynor, Spezialist der Robotertechnik und Elektromechanik. Ich übernehme die Wartung unseres Schiffes und der Ausrüstung. Wie ich dem Kommandeur eingangs schon sagte, sprenge ich außerdem das experimentelle Robotermodell. Bringe ich außerdem das experimentelle Robotermodell Brandon mit. In welcher Hinsicht experimentell? Nun ja, er ist ein ausrangiertes Projekt der Konstellaren Föderation. Brandon ist im Prinzip ein empathischer Droide. Er sollte den menschlichen Gemütszustand analysieren und seinen Eigentümer und dessen Gäste aufmuntern. Das Projekt galt jedoch als Fehlschlag, da das Empathiemodell nach ein, zwei Jahren mit der Persönlichkeit des Eigentümers überschrieben wurde. Und der Droide eine existenzielle Krise erlitt, mit, nun ja, unerwünschten Konsequenzen. Wie sinnvoll. Dieses Modell habe ich persönlich modifiziert. Da sein Gehirn einmal im Jahr formatiert wird, ist Brandon absolut sicher. Und er ist nicht zum Aufmuntern da. Auf Anfrage liefert er während der Mission diverse Messwerte unserer Leistung, Stimmung und unseres Durchhaltevermögens und kann uns helfen, die Produktivität spürbar zu steigern. Ganz schön verrückt, finde ich. Tut mir leid, das zu hören, aber ich werde mein Bestes tun, Sir. Kommen Sie, Sarge. Seien Sie nicht gemein zu ihm. Sie werden ihn sicher mögen. Herrschaften, für persönliche Gespräche wird unterwegs nach Sinaikos noch genug Zeit sein. Wegtreten. Moment mal. Was ist mit dem Hund? Was ist mit dem Hund? Scheiß Doktor, ein Hund in einem Labor ist keine gute Idee.
Am Arsch! Dieser verdammte Hund hat Everdas besser gedient als die meisten Soldaten in den Gängen dieses Schiffes. Jetzt hör auf, Jack. Dr. Senesh geht es nur um den Erfolg der Mission. Er wird Marvin sicher mögen. Jeder mag ihn. Braver Junge. Nochmal werfen. Kann ich dich was fragen, Burden? Ich habe immer Angst davor, was passiert, wenn du das sagst, aber schieß los. Hast du wirklich gedacht, Xenolifer könnte friedlich aufgelöst werden? Mann, keine Ahnung, aber Liam ist ein guter Kerl. Seine Methoden mögen mir nicht gefallen, aber ich respektiere seine Ziele. Apropos nur mal ganz kurz, Leute, wir reden gleich weiter. Ich hatte in einem anderen Speicherstand übrigens mal halt Jacks Arm verloren. Und das hat mich jetzt nämlich gerade gewundert, warum er gleich hier mit der Frage anfängt, weil eigentlich sagte dann nämlich, redet er erst über seinen coolen Cyborg-Arm, den er jetzt bekommen hat und dass irgendwie die Mädels voll scharf drauf seien. Aber so sieht man, so spielt sich halt die Story halt auf die vergangenen Ereignisse auch dann, ne, und so, egal. Der Versuch hat sich jedenfalls gelohnt, Eschecks Befehle hin oder her. Es wäre Verschwendung gewesen, einen so tapferen Mann abzuknallen. Ich dachte, wir sind zu Eschek gegangen, eben weil wir nicht jedes Problem lösen wollten, indem wir Leute abknallen. Ich dachte, du bist zu Everdus gegangen, weil die Konsulare Föderation eine Prämie auf deinen Kopf ausgesetzt hat. genau, deswegen auch. Braver Junge. Tja, ich mochte Xenolifer auch, aber am Ende sind sie halt doch Terroristen. In den Augen der Konsularen Föderation, ja. Für mich sind sie von der Föderation eher... Was? Für mich sind die von der Föderation eher Terroristen als Xenolifer. Xenolifer kämpft immerhin für die Freiheit und Gleichheit. Was Liam ist, wird die Geschichte zeigen. Für mich ist er ein Held. Du stehst richtig auf dem Blondschopf. Was? Naja, die Föderation hat uns gezwungen, Leute zu töten. Und als ich mich weigerte, haben sie mich gejagt. Liam hat seinen Arsch riskiert, um uns aus der Folterkammer rauszuholen. Das hat sämtliche Zweifel ausgeräumt, die ich seine Person betreffend hatte. Sorry Leute, dass ich manchmal so komisch vorlese, der ist etwas klein. Braver Junge. Was hältst du von unserem Team hier? Abgesehen davon, dass der Dr. Marvin nicht mag. Scheint ganz nett zu sein, sehr professionell und auf die Mission konzentriert. Sarah ist eine Sahneschnitte. Schade, dass sie mit dem Techniker verheiratet ist. Also ja, ich mag sie, aber auf dieses Felsbrocken... Also, aber auf die... Oh, Alter. Also ja, ich mag sie, aber auf diesem Felsbrocken festzusitzen wird trotzdem sau langweilig. Nachdem du 3 Jahre bei Xenolifer warst und diesen kranken Folterknecht überlebt hast, dachte ich, ein bisschen Urlaub würde dir gefallen. Zu einem Urlaub gehören Sonne, Bier und Bräute. Xenaikos ist ein riesiges, eisiges Gefängnis mit einem tödlichen Virus, das sich über die Luft verbreitet. Braver Junge. Mann, ich habe Marvin vermisst in der ganzen Zeit, als ich untergetaucht war. Er hat dich auch vermisst, Sarge. Brava, Junge. Wuff. Hat er eben schon gewufft? Ich hab's gar nicht gelesen. Okay, dann können wir mal zur Arbeit gehen. Ich möchte gleich nochmal vorneweg sagen, bevor ich es nachher vergesse übrigens. Ich habe in diesem dritten Kapitel... Ich habe dieses dritte Kapitel noch nie irgendwie verloren. Beziehungsweise habe einen Menschen oder ein Lebewesen, sagen wir es so, habe ein Lebewesen verloren an den Tod. Aber, und das ist ja halt das Spiel hier, Lady Luck, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt klappt und ich denke, es wird gut klappen, aber ich finde es auf jeden Fall total cool und das werdet ihr wahrscheinlich nachher auch feststellen, warum. Zurück an die Arbeit.
Und sie hat gesagt, ich habe das für eine Schlange gehalten. Eine Schlange? Ich will nie wissen, worüber er gerade geredet hat. Mann, du bist krank. Willkommen zurück, meine Herren. Wie läuft die Forschung, Doktor? Gut, wir haben herausgefunden, wie das Medusa-Virus Lähmungserscheinungen hervorruft. Die Muskeln werden von einem parasitären Netz befallen. Obendrein wird das Opfer starr und fällt in ein chemisches Koma. Die Vitalfunktionen werden erhalten, um eine perfekte Umgebung für die Sporen zu erzeugen, die im Körper des Opfers zu wachsen beginnen. Sarah und ich haben die Anzahl möglicher Zusammensetzungen eines Heilmittels auf 5 reduziert. Sind also ziemlich nah dran. Ein paar Monate noch, dann können wir Sinaikos vermutlich verlassen. Monate? Oh Mann! Kopf hoch, Jack. Die geschätzte Dauer dieses Projektes lag ursprünglich bei 1,5 Jahren. Was? Sollte mir angewöhnen, die Missionsbriefings zu lesen. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich desertiert. Oh. Hallo zusammen. Abraham, Mann, alles klar? Oder soll ich dich lieber Sergeant Burden nennen? Liam. Keine Sorge, Mann. Du hattest einen Job zu erledigen. Nichts für ungut. Bin froh, dass du dann noch aus dem Gefängnis des holistischen Imperiums freigekommen bist. Du und dein Team, ihr kommt jetzt gerade recht für Xenolifer. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ihr forscht nach einem Heilmittel gegen das Medusa-Virus? Laber nicht rum, Liam. Was willst du? Wie unhöflich, Jack. Nach allem, was wir durchgestanden haben, hatte ich gehofft, du freust dich, mich zu sehen. Ich will, dass ihr uns das Heilmittel gebt. Verzeihung, Mr. Liam, aber das haben wir noch lange nicht gefunden. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Oh, das ist schade, besonders, weil ich es gerade etwas eilig habe. Wie wär's damit? Sie finden bis morgen ein Heilmittel und Sie bleiben am Leben. Das ist unmöglich. Unterschätzen Sie nicht, Sie sich nicht, Gnädigste. Todesgefahr kann wunderbar motivierend sein. Der Schamane motiviert Sie gerade. Schamane? Hat gerade mein Handy gehört? In der Tat, C4 motiviert die Menschheit schon seit Jahrhunderten. Warum spreche ich ihn immer noch? Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn sprechen soll, diesen blöden Schamanen. Liam, jetzt hör mal. Du bist ein vernunftsbegabter Mensch. Ich bin sicher, wir können uns friedlich einigen. Oh nein, nein, nein. Diesmal redest du dich nicht raus, Sergeant. Ich kenne dich, Burden. Du kommst schon durch. Du bist doch eine Legende, oder nicht? Beweise es. Liam! Nice. Verdammt, zur Hölle mit Xenolifers Scheiße. Oh, meine Götter, wir werden sterben, nicht wahr? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Jetzt beruhigen Sie sich. Liam ist kein Mörder. Er würde uns nicht aus purer Rachgier töten. Sag jetzt bitte nicht, dass du den Hurensohn auch noch verteidigst. Keine Panik, Jack. Wenn er uns tot haben wollte, dann wären wir tot. Wir müssen jetzt schnell und schlau agieren. Und ich muss leiser machen, weil sonst kann ich nicht mehr reden. Ich kann irgendwie nicht mehr leiser machen. Egal. Doktor, wie viel Zeit haben wir? Aufgrund unserer bisherigen Forschung sind wir in etwa 27,5 Stunden tot. Das ist ein Haufen Zeit. Brandon, wie viel Geröll blockiert den Ausgang? 3712 Kilo, genau, Sir. Okay, das ist viel Arbeit. Aber wenn wir kooperieren, kriegen wir den Schutt rechtzeitig weggeräumt. Sie vergessen, dass wir alle infiziert sind. Ja, aber falls ihr es nicht gesehen habt, ne, das Medusa-Virus-Gedöns ist hier auch aufgebrochen.
Selbst wenn wir rauskommen, werden wir sterben. Verstehe. Dann ist es Ihre Aufgabe, in weniger als 48 Stunden... Wieso als weniger als 48 Stunden? Ja, in eigentlich genau 7,5 oder was? Naja. Ein Heilmittel zu finden. Das ist unmöglich. Doktor? Naja, es gäbe einige Grenzen, die man überschreiten könnte, um die Suche zu beschleunigen. Überschreiten Sie sie. Was meinen Sie, Doktor? Menschenversuche. Sind Sie wahnsinnig? Sollen wir uns wahllos irgendwelches Zeug spritzen? Nun ja, wir haben die Wahl zwischen einem sicheren oder einem möglichen Tod. Ich weiß nicht, wie Sie denken, aber ich riskier's. Klingt wie ein Plan. Okay, alle herhören. Fangen wir an zu graben und folgen den Anweisungen des Doktors. Wir dürfen uns nicht überarbeiten. In dieser Lage ist es genauso wichtig, dass wir ausgeruht sind, wie dass wir arbeiten. Ich denke, Sarah und ich können mit dem Chemie-Computer einige synthetische Beschleunigungen produzieren. Adrenalin beschleunigt die Arbeit, mit Sedativa kann man besser ausruhen. Die Sache hat ein paar Haken, Doktor. Adrenalin laugt nach einiger Zeit ziemlich aus, weil man sich überarbeitet. Und Sedativa machen die Leute eine Weile lang K.O., sind aber ein gutes Mittel, sich schneller zu erholen. Richtig. Auf jeden Fall sollten wir hauptsächlich an dem Gegenmittel arbeiten. Welche Schritte sollten wir befolgen, Doktor? Erster Schritt, ein Gegenmittel entwickeln. Zweiter Schritt, es jemanden initiieren. Dritter Schritt, beten. Vierter Schritt, überlebt das Testsubjekt lang genug, schauen wir per Blutanalyse, was schiefgegangen ist und was geklappt hat. Dann wiederholen wir den Vorgang. Ich bin etwas verwirrt. Keine Sorge, führen Sie einfach das Team an. Wenn Sie noch etwas zur Forschung wissen möchten, fragen Sie mich. Okay. Da die Zeit entscheidend ist, arbeiten wir in Intervallen von 30 Minuten. Die Uhr rechts oben im Bild zeigt den Beginn eines Zeitarbeitsintervalls. Nach jedem 30-Minuten-Intervall können wir die Lage neu einschätzen. Okay, Alvagat Dusk-Team, fangen wir... Moment mal. Was? Mit der Energieversorgung scheint etwas nicht zu stimmen. Der Akku darf nicht auf unter 20% absinken, sonst haben wir verschissen. Und wie zum Teufel machen wir das? Sir, ich melde mich freiwillig, die unter... Was? Die unterbrochene Energieversorgung wieder zu verbinden. Donald, ist das sicher? Naja, Brandon ist extrem robust. Das könnte tatsächlich klappen. Und ich kann ihn so einstellen, dass er nicht durchbrennt. Oder sie opfern mich und nutzen mich als permanente Verbindung, sodass die Energieversorgung kein Problem mehr wäre. Auf keinen Fall. Ich brauche dich zum Graben, wie die anderen auch. Jawohl, Sir. Okay, Everdusk Team. Oh. Ja, Doktor. Sorry, wollte Sie nur an das erinnern, was wir bereits herausgefunden haben. Sollte einer von uns Lähmungserscheinungen haben, können sie mit kurzen Stromstößen bekämpft werden. Dazu haben wir den Defibrillator hier. Ich kann das vorbereiten. Wir könnten es zu 3 Ladungen verfügbar halten. Und dabei können sie sich gleich von dem Graben drücken, wie? Das sind die Vorteile eines Fähigkeitsspektrums, das über das bloße Umnieten von irgendwas hinausgeht. Hey, es reicht. Okay, jeder weiß, was er zu tun hat. Everdusk-Team? Burden? Burden? Was? War nur Spaß. Kann losgehen. Ich geb's auf. Gebt euer Bestes, Leute.